Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Kunstcouch. Ich freue mich sehr, Marion Eichmann in ihrem Berliner Atelier zu begrüßen. Hallo liebe Anja, jetzt muss ich lachen, wir machen jetzt von Sofa zu Sofa Talk. Ich hier in meinem Atelier in Berlin und du in Köln. Also los geht's. Ja, neben klassischen Motiven wie Stillleben oder auch Straßenszenen, die uns ja auch von den Impressionisten als ganz klassisches Motiv bekannt sind, hast du, Marion, auch oft ganz banale alltägliche Dinge, wie diese Ordner jetzt, die in jedem Regal, in jedem Büro stehen könnten. Was ist die Motivation, welches Motiv auszuwählen? Oder wie findest du deine Inspiration, um deine Motive dann auch umzusetzen in deine Sprache? Ich muss nicht unbedingt ins Museum gehen, sondern ich hole mir das eigentlich aus dem Täglichen. Es kann auch ein Shoppingcenter sein, meine Anregung, oder ein Straßencafé, und plötzlich kommt die Frau vorbei mit dem roten Mantel, dann noch ein Auto, was rot ist, dann plötzlich die rote Tüte und schon hat man ein Bild. Ja, also von der Skizze, die hier ganz beispielhaft schön zu sehen ist, in den Straßen von Istanbul hast du das lebendige Leben eingefangen, hast das also auch als Zeichnung wie auch als Collage hier zusammenmontiert. Und das geht dann also über die Zeichnung, die Collage, das Relief bis hin zu Arbeiten, die fast mehr einen Objektcharakter haben. Also hier bei uns jetzt können wir das am Steinway-Flügel zeigen, wo du auch über das Blatt hinaus den Rahmen mitgestaltet hast. Aber es geht noch weiter. Du gehst auch noch in die Rauminstallation, wo du einen ganzen Waschsalon beispielsweise nachbildest. Und wie das jetzt in der Retrospektive, die in der Galerie Stil in Waiblingen ab Ende Mai zu sehen sein wird, ganz wunderbar gezeigt wird. Banale Alltagsobjekte zu transformieren in Kunstobjekte kennen wir natürlich auch von der Pop-Art. Und jetzt würde mich interessieren, Marion, warum ist dein Waschsalon, wenn der von dem Original in deine Papier- und in deine Bildsprache übertragen wird, ein Objekt der Kunst und ja auch fürs Museum? Wahrscheinlich, weil man keinen Waschsalon anschauen würde. Wenn man im Waschsalon ist und seine Wäsche wäscht, guckt man sich keinen Waschsalon an. Wenn man im Museum steht und aufgebaut ist da ein riesiger Waschsalon, hat man schon Interesse, sich das anzuschauen, weil man das gar nicht glauben kann, dass da plötzlich ein Waschsalon steht. Ich habe mir tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie Leute meine Sachen sehen könnten oder was sie darüber denken. Das wäre auch fatal, weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass man hundertprozentig hinter dem steht, was man macht. Man kann 10 Leute fragen, man bekommt 10 verschiedene Antworten und sich selber treu bleiben und einfach das zu machen, wonach mich so drängt. Darum geht es eigentlich, um nichts anderes. Ja, die Bandbreite deiner Motivik ist ja sehr breit, das haben wir ja jetzt auch schon gesehen. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich wichtiger? Ist es das Motiv oder ist es das Formale? Also die Herausforderung, wie du etwas umsetzt, wie du auch immer wieder neu etwas entwickelst, wie du deine Motive umsetzt. Also für mich ist es ja auch so, dass alles, was es gibt, bekommt eine Zuordnung, also einen Charakter. Und es gibt böse Dinge oder auch liebliche Dinge. Aber bei einer Steckdose interessiert mich nicht die Steckdose mehr an sich, sondern wirklich dieses Bild. Das, was man daraus machen kann. Ja, wie kann man sich denn den Arbeitsprozess vorstellen? Zum Beispiel so eine komplexe Straßenszene wie das hier in Istanbul. Bist du denn dann da vor Ort oder hast du eine Fotografie, nach der du diese Arbeit dann umsetzt? Wie machst du das? Ich bin nicht auf der Suche, sondern ich sehe was, was mich reizt oder auch gar nicht reizt, und fange einfach an, das in so einem Format zu zeichnen vor Ort und mich quasi so ranzutasten. Wenn,
wenn es nicht möglich ist, lange an einem Ort zu verweilen, kann es auch sein, dass ich heutzutage auch mal mit dem Foto arbeite. Aber dieses Aufnehmen, das ist schon ein ganz großer Reiz daran. Und man muss sich ja auch vorstellen, dass meistens Autos vorbeifahren und Hektik ist oder Lautstärke. In Istanbul stand ich oft in der Fußgängerzone und habe einfach alles aufgezeichnet, was ich sehe. Also die ganzen Skizzen, die ganzen Menschen, die vorbeigezogen sind. Und versuche da auch charakteristisch dieses Laute mit in das Bild zu übertragen. Ja, es scheint so, als würde alles, was dich umgibt, die Möglichkeit für dich bergen, das in Kunst umzusetzen. Alles ist bildwürdig, alles ist interessant. Ohne dass das jetzt banal wäre, aber tatsächlich dieses Übertragen dessen, was dich umgibt, was du erlebst, in diesem Moloch Berlin auch, aber auch an anderen Städten, in denen du bist, wird von dir umgesetzt in deine Sprache der Kunst. Also ich kann auch nicht abschalten, sondern ich bin halt die ganze Zeit bei der Sache und hab auch oder verspüre auch so den Drang weiterzumachen. Und oft gibt es dann so Punkte, wo man so verzweifelt, was ja jeder Künstler kennt, weil es nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Aber darin liegt gerade der Reiz für mich, so lange weiterzumachen, bis es funktioniert. Das ist total wichtig auch. Also auch diese, weiß ich nicht, Leidenschaft einfach dabei zu haben. Ja, jemand, der so viel aufnimmt und so viel Neues und Unterschiedliches schafft, der braucht sicherlich auch einen Ort, an dem das auch passieren kann. Und ich glaube, wir haben schon einiges von diesem wunderschönen Ort auch jetzt gesehen in deinem Film. In meinem Atelier blühe ich total auf. Also so, wenn ich 2 Tage nicht hier sein kann, dann fällt mir die Decke auf den Kopf. Und eigentlich dreht sich alles hier ab. Und dieses Ausprobieren und meine ganzen Farben, Farbschnipsel und immer auf der Suche auch zu sein und nach der Drang irgendwie weiterzukommen, das ist immer gewaltig. Und ich bin eigentlich, ich freue mich total, dass das funktioniert und dass ich das machen darf. Auch, dass sich Leute für die Kunst interessieren. Das ist sehr schön. Ja, dieses Interesse an der Kunst finden wir natürlich auch sehr schön und hoffen, dass wir das mit dieser neuen Kunstcouch auch wieder ein bisschen haben beflügeln können. Im Abspann, wie immer, sehen Sie ein paar Bilder von Marion Eichmann. Wenn es Sie interessiert, wenn Sie etwas wissen möchten, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns. Tschüss, bis zur nächsten Kunstcouch.